Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ja, wie vermeide ich den Griff ins fallende Messer? Das ist eine Frage, die mir in einer E-Mail gestellt wurde und ich will heute mal drei Tipps geben, wie man es vermeidet, ins fallende Messer zu greifen. Was ist das überhaupt? Darunter verstehe ich, dass man sich in eine Aktie einkauft, also in ein Unternehmen investiert, während der Aktienkurs fällt. Und nachdem man gekauft hat, fällt der Aktienkurs noch weiter. Das nennt man eben ein fallendes Messer. Und wir wissen ja, dass Investoren natürlich versuchen, den Markt in einer einzigen Hinsicht zu timen. Und das ist der Einstieg ins Investment. Das heißt, ich versuche, zu einem bestimmten Preis in ein Unternehmen einzusteigen, den ich für günstig erachte. Und das ist natürlich nicht in der Nähe des Allzeithochs, sondern eher in der Nähe von irgendwelchen mehr oder weniger signifikanten Tiefs oder von fairen Werten, die ich berechnet habe, was auch immer da das eigene Kriterium sein mag. Also, drei Tipps, wie man das machen kann. Punkt 1, man sollte einen Plan haben. Und in diesem Plan sollte man für jedes einzelne Unternehmen ganz genau festgeschrieben haben, ab welchem Punkt für mich das Unternehmen kaufenswert wird. Damit fallen nämlich schon mal 80% aller Unternehmen weg, die einfach schlicht und ergreifend zu teuer sind. Wenn man nicht zu teuer einkauft, dann sitzt man auch nicht irgendwann im Verlaufe seiner Investorenkarriere auf Buchverlusten. Punkt 2, man sollte Geduld haben. Wenn es nämlich zu heftigen Abwärtsbewegungen kommt, dann dauern die meistens nicht nur ein oder zwei Tage. Man muss also nicht nach dem ersten Rücksetzer vielleicht um 2 oder 3 oder 4% gleich seinen geplanten Einstiegskurs über den Haufen werfen, sondern man sollte ganz schlicht und ergreifend abwarten, ob die Abwärtsbewegung nicht tatsächlich noch weitergeht. Und erst dann, wenn sie zum Stehen kommt, sollte man tatsächlich einsteigen. Und da sind wir beim dritten Punkt und hier kommt ein bisschen Charttechnik ins Spiel. Also nachdem wir geplant haben, wo wir rein wollen und nachdem wir geduldig gewartet haben, dass wir ungefähr in der Zone ankommen, wo wir einsteigen wollen, schauen wir uns einen Chart an. Und hier braucht man keine besondere Chartsoftware, sondern das kann jeder beliebige internetbasierte Wochenchart sein, den man findet. Also ich nutze dafür dann Wochencharts und würde immer sagen, als Empfehlung, setzen Sie eine Stop-Kauforder über dem Hoch der letzten abgeschlossenen Woche. Also nicht das Hoch der laufenden Woche, in der wir uns gerade befinden, sondern das Hoch der davorliegenden Woche. In der laufenden Woche können die Kurse immer noch eine Menge zappeln. Wenn wir in der Vorwoche ein höheres Hoch hatten, dann sollten wir den Stop-Kauf dahin setzen. Ich habe hier mal einen Chart mitgebracht, an dem das ein bisschen illustriert ist. Man sieht rechts diese rote Kerze, die ist eben noch nicht abgeschlossen, das ist eine laufende Woche. Und man sieht daneben die zweite Kerze von rechts, die blau ist, hat ein Hoch ungefähr im Bereich von $62. Mit einer Stop-Kauforder werden zwei Dinge passieren. Nämlich erstens, es ist eine Kauforder für den Kauf einer bestimmten Summe Aktien. Das heißt, ich baue eine Position in diesem Unternehmen auf. Und der Stop bedeutet, diese Order wird erst dann getriggert, wenn zu $62 in diesem Fall ein Handel zustande kommt an der Börse, dann werde ich zum nächsten handelbaren Kurs ausgeführt. Das ist ein einfaches Mittel, dass man möglichst nahe am Tief dran ist und trotzdem in den Markt erst dann reinkommt, wenn tatsächlich die Märkte wieder aufwärts laufen. Nachdem der Markt gedreht hat, ist man dann relativ dicht am Tief drin und häufig sind es ja die ersten 3, 4, 5 Wochen, wo dann wirklich exorbitante Kursgewinne auch entstehen können. Sollte die Order im Laufe der Woche nicht ausgeführt werden, dann macht man ganz einfach eins, man setzt sie entweder am Sonntag auf das Tief der dann, auf das Hoch der dann abgeschlossenen Woche oder man streicht sie und setzt sie auf das Hoch der abgeschlossenen Woche. Muss man also eine neue Order eingeben, das ist von Broker zu Broker verschieden. Und noch ein Tipp für die ganz Pfiffigen. Wer es vermeiden möchte, dass man in ein Aufwärtsgap hineinkauft, das kann ja passieren, ja, wenn die Aktie beispielsweise an einem Tag bei 63 eröffnet und nicht bei 62,
dann werde ich mit einer Stop-Kauforder auch da ausgeführt. Hier kann man eben eine Stop-Limit-Order eingeben. Stop bedeutet ab 62 werde ich ausgeführt, und wenn ich jetzt beispielsweise das Limit 62,50 dazu gebe, dann bedeutet das, sollte der Kurs über 62,50 steigen, beispielsweise nach einem Aufwärtsgap, dann werde ich eben nicht ausgeführt, kriege keine Aktien, muss mich dann aber auch nicht grämen, dass ich eventuell zu teuer gekauft hätte. Auch das passiert ja gelegentlich. Ich hoffe, das war wieder ein bisschen hilfreich. Ich freue mich auf eure Hinweise, Kritiken, Kommentare. Wie immer, eure Fragen sind herzlich willkommen. Und ansonsten gilt, passt auf euer Geld auf. Tschüss, euer Nils Gajowi.